wir sind verstromt. Hören Sie uns? Ja. Ja, ich darf Sie zu diesem Gesprächskreis über die bunte Gesellschaft, wir werden gleich versuchen herauszufinden, was für eine Sorte Buntheit es ist, über die wir hier reden wollen, herzlich begrüßen. Und ganz kurz, wir leben im Zeitalter, wo alle Folien auch nochmal vorgelesen werden müssen, ganz kurz die Teilnehmer vorstellen. Frau Günner-Balci, Journalistin, auch sozialpolitisch tätig gewesen, Buchautorin. Herr Klaus Bade, einer der bekanntesten, darf ich glaube ich sagen, Migrationsforscher, Historiker von der Universität Osnabrück in Deutschland. Herr Chatzimarkakis, Mitglied des Europäischen Parlaments und früher Generalsekretär der saarländischen FDP. Und Herr Friedmann, ja, der ist auch bekannt. Das hat was Ehrenrühriges, wenn man zu Ihnen jetzt noch irgendwelche Posten oder so hinzu addiert. Langsam, gut, okay. Also wir haben eine Stunde, wir haben vier Teilnehmer auf dem Podium. Ich weiß nicht, wenn es noch lauter sein muss. Ich habe das Gefühl, dass der Ton... Es halt. Stimmt das? Ja. Man hört Herrn Friedmann nicht. Man das vielleicht sollte jeder mal eine kleine Tonprobe ab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich glaube, meins funktioniert. Ich kann mich hören. Ja. Ich kann mich hören, ist gut. 1, 2. Herr Friedmann? Ja, nochmal. Seins ist nicht so stark. Seins ist nicht so stark. Aber ich höre ihn schlecht. Ja, zieht schlecht. Also, das müssen wir noch ändern. Ist ja fast wie bei einer Live-Diskussion im Fernsehen. Kann man das noch ändern, Herrn Friedmanns Lautstärke? Dann kriegt er ein Handmikrofon, jawohl. Das ist sozial ungerecht. Ja, ich werde schon wieder sagen. Damit kann er werfen. Ja, Sie werden diskriminiert, aber Sie werden positiv diskriminiert. Ich weiß es nicht. So, ist es jetzt, besser? Ja, ja. Sieht sehr cool aus. die Zeit ist knapp bemessen. Wir wollen gleich mit der Frage beginnen, was ist eigentlich unser Problem? Der Begriff der bunten Gesellschaft klingt so ein bisschen, als wäre es ein Nachfolgebegriff für multikulturell, was man aus irgendwelchen Gründen dann wohl nicht mehr sagen möchte. Oder ist es etwas anderes gemeint? Welche Sorte von Buntheit ist gemeint? Und da Buntheit ja nun oft ganz offenkundig ein Wert ist, müssen wir klären, ob es ein Problem gibt. Oder ob wir einfach sagen, wir leben in einer bunten Gesellschaft. Vielen Dank, auf Wiedersehen. Ich bitte deswegen einfach die Teilnahme des Podiums kurz zu sagen, was unser Problem ist. Vielleicht, Frau Balci, vielleicht fangen Sie an. Also ich glaube, unser Problem ist, so habe ich das für mich erfasst, ob wir eine bunte Gesellschaft sein wollen, in der jeder für sich bunt ist, oder ob wir einen Konsens haben, und das sind die Grundrechte in diesem Land, oder ob die teilbar sind. Und ich glaube, das ist die Diskussion, die wir meiner Meinung nach führen müssen. Und die können wir konkret an Beispielen führen, aber das muss auch eine politische Diskussion sein. Weil ich glaube, unser Problem ist, dass wir zwar sehr bunt sind, dass wir aber nicht die gleichen Grundwerte in diesem Land auch vertreten und leben. Nun besteht die Gesellschaft, würden Soziologen sagen, sowieso aus Unterschieden. Da kann sie gar nichts machen. Dazu kann sie sich gar nicht verhalten, im Sinne der, wir möchten das nicht oder wir möchten das doch, das ist einfach so. Arm und reich, alt und jung, Stadt und Land, erfolgreich und nicht erfolgreich, gebildet und unerzogen oder wie immer man jetzt unterscheiden will. Herr Bade, ich habe ein bisschen den Eindruck, so die Prämissen der Debatte hier, die wir hier führen, sind ganz bestimmte Unterscheidungen. Zum Beispiel die Unterscheidung von zugezogen, nicht zugezogen oder abstammend von Zugezogenen und abstammend von Nicht-Zugezogenen. Ist das eigentlich eine sinnvolle Unterscheidung? Denn ich habe den Eindruck, es gibt die Position, die sagt, ja, das ist eine Grundunterscheidung in unserer Gesellschaft, über die muss geredet werden. Und es gibt eine Gegenmeinung, die sagt, nein, wir müssen einfach über oben und unten sprechen. Also zunächst mal zu der Definitionsfrage. Ich würde sagen, das Kernproblem ist nicht Buntheit oder sowas Ähnliches, das müssen die hier entscheiden, was sie damit gemeint haben. Das Kernproblem ist, dass wir in einer Einwanderungsgesellschaft leben, in der wir im Prinzip angekommen sind, was uns aber noch nicht so ganz klar ist.
Die Einwanderungsgesellschaft ist ein Kultur- und Sozialprozess, kein Zustand, den man an die Wand nageln kann, der sich ständig verändert und der ständig Veränderungen schafft, an die man sich anpassen muss. Das ist die Herausforderung dieses Zusammenhangs. Manche beschreiben das als positiv, bunt, schön, Vielfalt. Andere sagen, das ist irgendwie chaotisch, das schafft Angst. Und da gibt es dann bestimmte Bücher, die dann auch sehr viel Erfolg haben, wenn sie mit diesen Ängsten umgehen. Die Frage nun, wie definiert man mit und ohne Migrationshintergrund, wie das hier heißt? Ich halte diese Begriffe an sich für ziemlich dämlich. Deswegen sind in unserer Arbeitsstelle diese Begriffe also auch mit bestimmten, wir kürzen die ab, Mihis sind die mit Migrationshintergrund. Und Omihis, das sind die ohne Migrationshintergrund. Wenn wir uns also schnell unterhalten, meinen Sie Omihi oder Mihi? So. Ich hätte gesagt, es wäre sehr viel besser gewesen, wenn wir von Einwanderern der ersten und der zweiten oder der dritten Generation wie in den USA auch gesprochen hätten. Ein Einwanderer ist ein Partner. Wenn in den USA, und damit bin ich schon am Schluss, jemand auf der Straße einen fragt, where are you folks from? Dann sagt er, ja, ich bin Türke, ich bin Pole. Der sagt, ich bin Deutscher, ich bin Spanier. Dann sagt der Spanier, die Polen sind sowieso doof und dann streiten die sich. Aber alle gehen davon aus, dass sie Amerikaner sind. Dass da einer Einwanderer ist, ist ja klar. Irgendwann sind sie ja alle mal gekommen. Selbst die Natives sind irgendwann mal gekommen. Ich denke also, wir hätten es einfacher gehabt, wenn wir gesagt hätten, dies ist ein Einwanderungsland mit klaren Spielregeln, zum Beispiel auch der doppelten Staatsangehörigkeit, ziemlich viel Offenheit in diesen Dingen und der Akzeptanz von Einwanderern als solchen, die hier Bürger werden wollen und sollen, über die Unterschiede zwischen marktwirtschaftlicher und wohlfahrtsstaatlicher Integrationsregie können wir hier noch sprechen. Wie sehen Sie das? Ich freue mich zunächst mal, dass die Debatte wieder... Ich habe jetzt Angst. Jetzt geht's. Ich freue mich zunächst mal, dass die Debatte wieder bei der FDP ist. Ich sehe im Publikum Frau... Es halt. Jetzt geht's besser. Sonst nehme ich das... So. Ich freue mich, dass die Debatte jetzt bei der FDP wieder ins Zentrum rückt. Ich sehe Frau Schmalz-Jakobsen hier im Publikum. Lange Jahre Ausländerbeauftragte der Bundesregierung. Die erste Ausländerbeauftragte. Ja, Applaus. Das ist... Die allererste Ausländerbeauftragte der Bundesregierung war Frau Lieselotte Funke, war ja auch FDP. Insofern ist das ein Thema, das die FDP sehr früh geprägt hat. Aber das Problem war lange Zeit, dass viele andere große Parteien, auch große Teile der FDP, das Wort Einwanderung gar nicht anerkannt haben. Also die Augen verschlossen haben vor dem, was da passiert, dass wir immer bunter werden. Und das ist erst... eigentlich eine Debatte, Frau Schmalz-Jakobsen, da waren Sie leider nicht mehr im Amt, aber da begann auch bei der CDU vor allem so ein bisschen ein Prozess darüber nachzudenken, der letzten 10 Jahre, würde ich sagen. Und einen ganz wichtigen Höhepunkt sehe ich in der Fußballweltmeisterschaft in Südafrika, das ist so, wo plötzlich die Leute stolz auf den Khedira und auf den Özil waren und sind. Und das ist was Neues. Und das hat es so vorher in dem Maße nicht gegeben. Das heißt, das Problem, über das wir hier reden, ist ein Problem, das wir lange Zeit weggeschoben haben, das uns jetzt sozusagen durch eine Debatte wieder vor die Füße geworfen wird. Und die Gefahr ist, dass wir nicht die richtigen Schlüsse daraus ziehen. Wir haben vor 10 Jahren nämlich schon mal Leitkultur, deutsche Leitkultur debattiert, Kinder statt Inder. Und was war der Effekt? Ganz, ganz wenig. Also kaum ein Effekt, ein spürbarer Effekt in unserer politischen Landschaft. Und das darf uns diesmal nicht passieren. Und das ist die große Herausforderung, jetzt eben aus dem, was da wabert, wo man sich auch ein Bild machen kann, jetzt was ganz Konkretes draus zu ziehen. Zum Beispiel den Begriff Migrationshintergrund, der so technisch ist. Oder nicht deutscher Hintergrund, nicht deutsche Identität, einfach mal wegzuschieben. Ich spreche mich ganz klar für den Begriff deutsche Identität aus. Was heißt das? Sie kennen das, Identity Card, Carte d'Identité. In diesen Ländern ist dieser Personalausweis Ausweis der republikanischen, der bürgerlichen Zugehörigkeit. Ich gehöre als Bürger zu diesem Land. Und wer Deutscher sein will, der muss sich doch zu Deutschland bekennen. Deswegen bin ich ganz stark dafür zu sagen, das sind Menschen mit einer deutschen Identität, weil sie sich zu Deutschland bekennen. Was das im Allgemeinen ist, müssen wir noch zu kommen, müssen wir diskutieren. Aber weg mit diesen technischen Begriffen, die machen die Debatte nicht einfacher, die kommen von den guten Menschen. Herr Friedmann, ich möchte gleichwohl noch mal nach dem Bunten fragen. Es gibt ja eine Sichtweise von Einwanderung, die gar nicht so stark auf Buntheit abstellt, sondern auf Assimilation, dass man sagt, die sind in der ersten Generation bunt, im Sinne von auffällig, ja, und dann nimmt das ab. Sprachlich auffällig, was weiß ich, bei Wirtschaftstätigkeit, die Iren, dann waren zuerst Polizisten, so, das sind so die Storys, die man jedenfalls so erzählt. Und dann in der zweiten, dritten Generation irgendwann
sieht man es gar nicht mehr. Ja? Und man muss es sozusagen sagen, wie Herr Bade das auch illustriert hat. Man muss jemanden echt fragen, wo kommst du denn her? Ja? Und dann kann er das, kann er so ein Land nennen. Das würde ja als, wenn man so will, als Endzustand nicht Buntheit bedeuten, sondern irgendwie so ein Grau in Grau. Was ganz spannend ist, ist, dass immer unterstellt wird, dass die aufnehmende Gesellschaft statisch sei. Mhm. Dabei ist sie dynamisch. Und zwar durch die Einflüsse, die kommen, in diese aufnehmende Gesellschaft einbringt. Das ist ja auch ein Teil der Auseinandersetzung, die stattfindet. Denn der Ist-Zustand wird von einem Gastgeber, so fühlt er sich jedenfalls immer, dadurch irritiert, dass der Gast sagt, du, ich habe andere Eigenschaften, kulturelle, religiöse, soziologische, und ich würde mich ganz gerne mal über deine festen Ansichten ein Stück mit dir auseinandersetzen. Da ist der Gastgeber sofort beleidigt und sagt, Moment, ich bin dein Gastgeber, und begreift nicht, er ist weder Gastgeber noch der andere Gast, sondern die Einheit der Gesellschaft gehört niemandem. Und diese dynamischen Prozesse zu ertragen, fällt außerordentlich schwierig. Zweite Bemerkung, ich würde trotzdem einen Augenblick, bevor wir wieder bei Einwanderern und Ausländern, nennen Sie es, wie Sie sind, wieder hinkommen, doch einen Augenblick ein Selbstverständnis diskutieren, das dann bei Ausländern besonders stark wird. Die Frage ist doch, wie gehen wir mit dem Fremden, dem anderen um? Dazu brauchst du doch nicht türkischer Moslem zu sein. Ich meine, ich kenne Leute, die kommen aus derselben sozialen Schicht, haben dieselbe Bildung, aber der eine trägt rotkarierte Haare, was in seiner sozialen Schicht einfach unmöglich ist, und fällt auf. Und diese rotkarierten Haare gegenüber dem spießig angepassten 28-Jährigen und seine Clique sind eine Provokation. Das geht denen allen auf den Keks, denn die hätten vielleicht gerne auch mal blau karierte Haare getragen, haben sich das aber nie gegönnt. Und wie geht man dann miteinander um? Wie gehen wir also insgesamt mit dem Fremden um, dem anderen um, übrigens auch den Fremden in uns selbst? Und wie entwickeln wir da eine Kultur des Aushaltens? Und nur wenn wir die Kultur in unseren Inner Circle wenigstens ertragen, werden wir die sichtbar abweichend sind, auch noch kulturell, ethnisch, national abweichend sind, aufnehmen können. Ich glaube also, dass wir unabhängig der Diskussion, die wir immer wieder auch dann auf die Einwanderung führen, erst einmal selbst mit unserem Selbstverständnis weitaus mehr in Deutschland hätten üben müssen und weiter üben müssen werden. Wie wir mit abweichendem Verhalten, mit abweichenden Meinungen, mit abweichenden Lebensformen umgehen. Und wenn wir das gelernt haben, dann schaffen wir das auch mit den Ausländern, mit den Türken oder mit den Moslems oder wem auch immer. Nur wenn unsere Toleranz schon untereinander so gering ist, wie wollen wir sie dann erst bei sichtbar anderen entwickeln? So gesehen, ich gehöre zu denen, die glauben, dass die Vielfalt die einzige Chance von Dynamik ist. Ich glaube, dass die Auseinandersetzung in der Vielfalt übrigens die ganz wunderbare Herausforderung von Fortschritt ist, aber wir führen sie ja nicht. Wir führen sie ja auch im Alltag schon nicht. Wir haben nicht gelernt in diesem Land, jedenfalls in großen Teilen, dass der Alltag Streit bedeutet. Der Alltag ist Streiten. Streiten ist für mich übrigens kein Schimpfwort, sondern eine wunderbare Chance, weil Streiten bedeutet, es ist ein Wettbewerb der Meinungen. Wenn ich das Wort Wettbewerb sage, habe ich die Hoffnung, dass wir wenigstens in der FDP für Streiten dann auch eine positive Stimmung bekommen. Ich glaube nicht. Dazu streiten Sie zu wenig. Mit sich selbst. Nun gibt es. Das würde ich gerne wissen in einer öffentlichen Partei. Also die Mitgliedschaftsentscheidung sollten wir vielleicht nach vor die Klammer ziehen oder hinter die Klammer. Ich möchte ganz kurz: Es gibt ja diesen Satz über Geschmack lässt sich nicht streiten. Wir haben einen großen Bereich gesellschaftlicher Unterschiede, wo man sagen würde, da ist Toleranz in hohem Maße durchgesetzt. Einfach, weil man sagt, die haben eben diese Haare, diese Klamotten, diese, was weiß ich, die sind tätowiert und sind trotzdem Beamte. Ja, so, sagen wir mal so. Etwas, was vor 30 Jahren gewöhnungsbedürftig gewesen wäre. Wenn man heute mit einem Zug hierher fährt, dann wird man von jemandem gepiersten, kriegt man den Stempel auf die Fahrkarte oder so etwas. Da würde ich sagen, da mag immer noch jemand sich aufregen oder privat, aber es bleibt dann eben privat, ein privater Protest. Also sowas tut man nicht, sowas tut man eben doch. Es gibt jetzt, das würde ich gerne Frau Balfi fragen, es gibt natürlich einen Bereich, wo man es nicht so als eine Frage der Geschmackstoleranz
sieht, ja? Wo man den Begriff abweichendes Verhalten, der in der Soziologie ja für, unter anderem für Kriminalität steht, als Terminus technicus, es gibt ja Bereiche, wo man sagen würde, ja, hier, wir können keine zweite Rechtskultur in unserem Land zulassen. Ist das so oder ist das nicht so? Also ich würde auch ganz gerne... Schattenwirtschaft, da können wir auch nicht sagen, das ist eine andere Kultur. Meinen Mitdiskutanten mal auf die Füße treten, weil ich das Gefühl habe, klar können wir uns über Begrifflichkeiten streiten. Also ich habe kein Problem damit, Migrantin genannt zu werden, der zweiten Generation. Für manch einen mag das ein Problem sein, darum geht es mir gar nicht. Wir können auch darüber reden, wie tolerant die deutsche Gesellschaft an sich ist und wie das in ihrer Entwicklung war und wie das heute ist. Wir können uns über vieles unterhalten und wir können alles relativieren. Aber ich finde, ich merke einfach auch immer wieder in solchen Diskussionen, dass die Menschen, die in den höheren Ebenen darüber diskutieren, ob das nun politisch ist oder wissenschaftlich, dass ihnen oft der Bezug zur Basis fehlt. Weil ich glaube, dass niemand von ihnen hier betroffen ist von dem Problem an sich. Und das Problem sind bei uns in Deutschland zum Beispiel nicht die vietnamesischen Einwanderer oder die polnischen, sondern ich nenne es mal ganz konkret, häufig die türkisch-arabisch-muslimisch-stämmigen. Und das Problem erfasst sich dann im Alltagsleben so, dass es nicht darum geht, wie tolerant ich bin, wenn ich den Essensgeruch meines Nachbarn ertrage oder nicht, sondern es geht dann darum, ob ich mein Kind an der Schule anmelde oder nicht, weil mittlerweile an dieser Schule eine Mehrheit von muslimischen Schülern ist, die ein Wertesystem, ein Kultursystem dort etabliert haben, was meinem vielleicht zuwider ist, wo mein Kind sich nicht mehr zurechtfindet, wo ich mich auch nicht mehr zurechtfinde. Es geht um ganz konkrete Fragen der Grundrechte in diesem Land, ob die teilbar sind oder nicht. Es geht um Menschenrechte, es geht um Frauenrechte und um Kinderrechte. Und es geht darum, die direkt zu betreiben. Ja, und da müssen wir auch, also wir müssen uns auch darüber im Klaren sein, ob wir diese Verantwortung tragen wollen. Fühle ich mich verantwortlich für die kleine Aisha, die nicht am Schwimmunterricht teilnehmen darf, auch wenn sie signalisiert, sie tut das alles freiwillig. Das ist jetzt ein kleines Beispiel aus dem Alltag, mit dem jeden Tag Lehrer konfrontiert werden. Oder fühle ich mich nicht dafür verantwortlich, weil ich es nett finde, im Gemüseladen einkaufen zu gehen und ansonsten eigentlich gar keine Berührungspunkte habe mit diesem Milieu. Und das ist die Frage, die wir uns stellen müssen. Also ich würde da ganz gern ganz kurz unterbrechen, weil die Reduktion eines so wichtigen Grundsatzthemas wieder auf diesen Ausschnitt, eine der Fragen, ist eigentlich eine ganz gefährliche Falle. Wir haben in Deutschland viele Parallelgesellschaften und neigen dazu, nur noch eine herauszugreifen. Wir haben in Deutschland ein Faktum, das ich als Vertreter eines Rechtsstaates und Anwalt als eine Selbstverständlichkeit für alle empfinde. Wo Strafgesetze nicht beachtet werden, hat der Staat zu reagieren. Übrigens in einer Schulklasse, wo die Schüler anfangen, egal welche ihrer Ideologien in den Vordergrund zu stellen, beanspruche ich, dass der Direktor, die Lehrer, die Schule, die verantwortlichen Politiker dafür sorgen, dass das nicht funktioniert. Das ist für mich bei einer Klasse, wo 12 Nazis drin sitzen, genau derselbe Anspruch, als wenn 12 islamistische Jugendliche da sitzen. Und genau darüber müssen wir einen Augenblick sprechen, dass wenn wir uns der großen Herausforderung annehmen, dass wir in einer Gesellschaft sind, das haben wir heute Morgen gehört, die in einem, wie ich finde, dramatisch, aber in dem Sinne von wunderbar dramatischem Umbruch sind, und zwar global wie national, wo wir also uns unseren Standort, was Sie mit Identität angesprochen haben, wieder erarbeiten müssen, dann dürfen wir uns nicht in die Falle begeben, und das empfinde ich mit diesem Panel, die Buntheit, dass wir das immer wieder auch von Anfang an heute wieder reduzieren auf die Frage, dass es im Islam und der türkischen Community unstreitbar Fehlentwicklungen gibt. Ich halte das für zu kurz gegriffen für das, was wir uns heute vornehmen wollen. Aber es war immerhin ein Beispiel. Was ist eigentlich, Frau Balce, mit denen, die dieser Minderheit, Migranten oder deutsche Identität angehören, die aber voll integriert sind? Wissen Sie, dass die sich teilweise auf den Schlips getreten fühlen, dass jetzt ständig über die mangelnde Integration gesprochen wird, wo doch Millionen von Türken, türkischstämmigen, griechischstämmigen, italienischstämmigen, vietnamesischstämmigen voll integriert sind als Fachleute, als Ingenieure, Facharbeiter, als Mittelständler. Und das ist ein bisschen das Problem, dass wir immer nur über das eine Phänomen sprechen, was, wir haben es heute Morgen gehört, ja im Bildungsföderalismus eigentlich durch die Länder geklärt werden muss. Das ist Bildungsarbeit und die ist nicht erfolgt. Das heißt, ich möchte jetzt mal den Aufstand der Integrierten sozusagen hier anstimmen.
Wir ärgern uns ein bisschen darüber. Ich bin auch Vorsitzender, der Präsident der Deutsch-Hellenischen Wirtschaftsvereinigung. Wir ärgern uns darüber, dass über die positiven Beispiele, die es in dieser Gesellschaft gibt, überhaupt nicht gesprochen wird. Nämlich Leute, die sich voll zu Deutschland bekennen und die sagen, ich habe mir das ganz bewusst ausgesucht, hier zu leben. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Dass wir aber dann auch aufschreien müssen, ich sehe Ihren Punkt, dass wir der kleinen Aisha helfen müssen. Ich sehe den Punkt. Nur ist immer, da bin ich auf seiner Seite, ich sehe ja die Talkshows auch, ist immer nur auf die Muslime zu beziehen, das ist es eben nicht. Wir sind schon in vielen Teilen viel weiter und ich möchte auch positiv, aktiv darüber reden, dass wir als Deutschland eben nicht eine missglückte Integration haben. Wir haben in vielen Bereichen Deutschlands eine gelungene Integration. Wissen Sie, mein Vater ist Gastarbeiter gewesen, 60 aus Kreta gekommen nach Duisburg. Meine Mutter ist Flüchtling aus der DDR gewesen und ich habe immer alle Chancen in diesem Staat gehabt. Niemand hat mir die Chance geraubt. Und ich glaube, man muss auch mal ein bisschen darüber reden, was denn möglich ist in diesem Staat. Es ist alles möglich. Es ist natürlich auch viel vernachlässigt worden in manchen Brennpunkten. Aber die Möglichkeit hat jeder in diesem Staat. Dazu bekenne ich mich. Und deswegen spreche ich auch gerne von dieser deutschen Identität, die dann aber auch hingehen muss und sagen muss, ist keine Einbahnstraße, zum Beispiel Burka, müssen wir darüber reden. Beschneidung von Frauen, müssen wir darüber reden. Bestimmte kulturelle, da bin ich ja dabei. Entschuldigung, da bin ich ja. Sie können auch gerne noch das dreimal sagen. Da bin ich ja. Jetzt hören Sie doch mal zu. Es ist doch genauso, wenn ich sage, jemand bekennt sich zu Deutschland und deutsche Identität, dann sind das Begriffe, Burka, Beschneidung, die hier nichts zu suchen haben, die wir ablehnen müssen. Das ist so. Das also sage ich auch so. Ist das jetzt hier eine Podiumsdiskussion oder so gleich mit dem Auditorium? Das ja, können wir gerne machen. Aber dann wir sind ja zur direkter Demokratie aufgefordert worden. Dann nur zu. Ich hab das notiert. Sind das jetzt ganz dringende, akute Einwände? Zu dem Thema gibt es nur Akutes. Es dürfen dann, das ist vorgesehen worden, aber eigentlich ein bisschen später, so nach dem normalen Ablauf. Wir machen das, dann behalten Sie sie im Gedächtnis und überlegen Sie sich eine kurze Fassung davon und dann rufe ich das nachher auf. Das gilt auch für hier und ich hoffe, dass ich behalte den Überblick. Aber jetzt Herr Bade und Frau Balci. Also ich bin zunächst mal ein Gegner von dieser aufgeregten Bekenntnissemantik. Man kann das nicht beurteilen, wenn man nicht dabei gewesen ist. Man kann als Erwachsener nicht über Schüler reden, wenn man nicht Schüler ist. Man kann als Deutscher nicht über Ausländer reden, wenn man nicht Ausländer ist oder sowas Ähnliches. Lassen Sie uns das mal ein bisschen abstrakter zu fassen suchen. Heutzutage sind wir in einer Situation, wo jemand, der differenziert, sofort als Relativierer gilt, wo jemand, der sagt, die Zahlen sprechen aber dagegen, dann als naiv gilt oder sonst etwas Ähnliches. Ich beschäftige mich jetzt mal mit dem Naiven. Wir haben einen Integrationsbarometer gemacht, dessen Repräsentativität niemand in Frage stellen kann. Es ist eine empirische Befragung mit 5600 Befragten gewesen, die nicht im Sinne dieser binären Mausklick-Untersuchungen sind sie für oder gegen jemanden, sondern Freundschaft, Beruf, Partnerschaft, Privates, Nachbarschaft und so weiter und dann viele soziodemografische Daten und auf dieser Grundlage ist dann erst gefragt worden, wer kann mit wem was. Ergebnis ist, dass beide Seiten der Einwanderungsgesellschaft, also Mehrheitsbevölkerung und Zuwandererbevölkerung, zu 75% sagen, die Zuwanderer haben die höhere Anpassungsleistung zu erbringen, nur 25% der Mehrheitsbevölkerung hat da etwas zu erbringen. Sind beide Seiten völlig einig. Beide Seiten teilen eine vergleichsweise positive Einschätzung von Integration und Integrationspolitik. Beide Seiten reagieren nicht auf irgendwelche Grundsatzfragen, sondern haben eine ganz andere Prioritätenliste. Was ist wichtig? Arbeitsplatz, soziale Bildung der Kinder, anständige Nachbarschaft und so weiter. Und dann kommen erst irgendwelche Glaubensfragen. Interessiert gar nicht primär. So, wir stellen also fest, insgesamt gibt es ein pragmatisches, relativ positives Verhältnis in der Einschätzung von Integration und Integrationshintergrund. Da ziehen dann also manchmal Integrationspolitik, manchmal so düstere Wolken, aus denen es dann regnet, 1,1 Millionen Auflage rechnen daraus und so etwas. Das kommt dann schon mal vor, aber das ist im Grunde genommen die positive Grundeinstellung. So, jetzt kommt aber das Problem. Es gibt ein Paradox in dieser Einwanderungsgesellschaft. Einerseits eine zunehmend positive und pragmatische Haltung zu diesen Dingen, andererseits an der Basis der Sozialpyramide ein Korrodieren, eine Korrosion, ein Abbröckeln von einzelnen Teilen, ein Absturz
in Unterschichtszusammenhänge, aus denen die Leute zum Teil nicht mehr wieder herauskommen, ob nun mit oder ohne Migrationshintergrund. Das ist das erste Paradox. Da muss man genau hinschauen und genau überlegen, und da kommen die Dinge ins Spiel, die sie gerade angesprochen hat. Da muss man dann aber auch Ideen für haben, wenn man einem Schweizer, und wir hatten gerade Schweizer Lehrer zu Gast, erzählt, dass in deutschen Schulen, ich sage das nur so beiläufig, der Lehrer sagt, die Eltern sollten mal kommen, und die kommen dann nicht, das gibt's gar nicht. Da kommt die Schulbehörde und fährt vor, und dann gibt es ein ganz großes Problem, wenn die nicht kommen. Das sieht bei uns eben anders aus, das kann man ja ändern. Das ist eine Paradox. Das andere, und das ist das viel Wichtigere, und das ist dann Ihr Problem auf etwas abstrakterer Ebene diskutiert. Alle Befragten sagen, Heterogenität ist was Feines. Fast alle Befragten sagen, wir kommen gut damit klar und wir haben damit auch gute Erfahrungen gemacht. Und dann sagen alle oder fast alle, vor allen Dingen Bildungsbürgertum und Aufsteigerhaushalte aus dem sogenannten Migrantenmilieu, auf die Frage, würden Sie denn dann Ihre Kinder in eine heterogene Schule schicken? Nein, warum denn das? Das bringt ja gar nichts, da lernen die ja nichts. So, und jetzt haben wir ein Paradox. Die sagen, ja, Heterogenität ist schön, haben wir auch gute Erfahrungen mitgemacht. Unsere Kinder schicken wir aber nicht da rein. Und diese Leute sind ja nicht dumm. Die schicken ihre Kinder nicht deswegen da hinein, weil sie distinktives Kriterium Ethnizität im Kopf haben, sondern sie sagen, das ist eine Ansammlung von sozial Schwachen. Das ist das Problem. Und deswegen wollen sie ihre Kinder da nicht reinschicken und sagen, das ist mir egal, ob der türkisch, arabisch oder sonst was spricht. Mein Kind lernt da nichts. Das heißt, wir müssen da ansetzen, diese Schulen zu verändern. Und das hat jetzt gerade der viel zitierte Herr Buschkowski, der dieser Partei nicht angehört, in Berlin-Neukölln ja mitgemacht. Es wird immer der Buschkowski zitiert und man sollte vielmehr die Frau Kolland zitieren. Das ist nämlich die Kulturmanagerin, die das dort alles macht mit den städtischen Schulen. Dort ist aus der Rüdli-Schule jetzt eine sehr erfolgreiche Schule geworden. Das geht. Und dazu ist dem Buschkowski eine Statistik eingefallen, der gesagt hat, das hat 220.000 Euro gekostet, das ist so viel wie 4 Leute im Knast. Also wo ist das Geld besser investiert? Es geht also, wenn man es nur will. Die Welt geht nicht unter und Nordneukölln ist auch nicht Berlin, nur Berlin ist nicht Deutschland. Also ich würde sagen, ruhig bleiben, pragmatisch bleiben, wir kriegen das hin. Frau Balci, vielleicht zu der Frage, ob das, was diese Eltern da besorgniserregend, ob das wirklich Heterogenität ist, vor der sie sich dann, und dann wäre es in der Tat ein Paradox, oder ob es etwas anderes ist, was die umtreibt. Ja, genau das ist nämlich die Frage, die ich mir auch stelle. Vielleicht haben Sie da auch die falschen Fragen gestellt oder einige wichtige Fragen ausgelassen in Ihrer Umfrage, denn ich hab genau das befürchtet, dass es am Ende sowieso nur ein soziales Problem ist und eigentlich auch fast nur in Nordneukölln stattfindet. Nun bin ich aber im gesamten Bundesgebiet regelmäßig unterwegs und auch regelmäßig zu dem Thema, eben weil das Thema mich absolut interessiert, weil ich mich nämlich auch frage, wie das sein kann, dass Menschen einfach Stadtteile verlassen, dass Schulen plötzlich zu sozialen Brennpunkten werden. Ja, die Schulen werden zu sozialen Brennpunkten. Und dass wir aber immer noch der Meinung sind oder viele der Meinung sind, also klar, wir müssen das jetzt nicht relativieren, aber wir können das ja ganz differenziert betrachten und eigentlich ist es doch ein soziales Problem. Wir hatten schon immer sozial schwachgestellte Menschen in bestimmten Großstädten, in bestimmten Stadtteilen und das hat noch nie irgendwelche Eltern dazu veranlasst, aufgrund dieser Klientel unbedingt die Schule zu wechseln. Was im Moment stattfindet ist, dass massenweise, das kann gar nicht sein, weil zu meinen Schulzeit gab es eine Durchmischung und ich komme aus Nordneukölln und da gab es natürlich Eltern, die ihre Kinder auch gerne an solche Schulen geschickt haben, weil sie nämlich nicht diesem Druck ausgesetzt waren, einer anderen Kultur, die dann die Mehrheit bildete in dieser Schule. Und diese Kultur war muslimisch geprägt. Ob das jetzt sehr muslimisch war oder bewusst islamisch geprägt war oder ob das eine Kultur ist, die einfach so entstanden ist durch Herkunftskultur und durch das Gemisch, was sich dann findet in diesen Stadtteilen, das ist eine ganz andere Sache. Darum geht es mir nicht. Ich will jetzt auch nicht über den Islam debattieren. Ich möchte nur, dass wir das nicht völlig ausklammern und sagen, das ist eigentlich überhaupt kein Problem, dass wir kein kulturelles Problem haben aufgrund der kulturellen Differenzen, die es gibt. Und die Parallelwelten oder Gesellschaften, die Sie meinten, die es ja auch gibt in Deutschland, da würde ich gern von Ihnen wissen, von welcher dieser anderen Parallelgesellschaften denken Sie denn, dass sie so störend sind, dass sie sogar den Schulalltag regelmäßig stören, dass wirklich mittlerweile deutsche Behörden nicht mehr wissen, wie sie damit umgehen sollen, weil nämlich ein Wertesystem auf sie niederprallt, mit dem sie nicht zurechtkommen. Und zu den positiven Beispielen gelungener Einwanderung
kann ich nur sagen, darüber wird viel geredet. Und ich meine, ich mache selber Fernsehberichterstattung und ich kriege mit, wie schwer es ist, ein Thema unterzubringen, wo es da geht um Islam und Sexualität und sexuelle Selbstbestimmung von Menschen oder eben die Khediras dieser Welt. Das ist viel einfacher und das gibt's auch. Das ist also wahrscheinlich Ihre Wahrnehmung, weil die Erfolgsgeschichten werden mittlerweile überall rumgereicht, weil man sehr gerne natürlich sich hinter diesen Erfolgen auch verstecken möchte. Nee, mit zwei Fingern. Also, ganz kurz nur. Also, ich weiß nicht, Sie sind beim Fernsehen, bei mir dreht das Fernsehen neuerdings in der Wohnung oder sowas ähnliches, aber da können wir nur alle mit sagen, was wir da für Hintergründe haben. Eines jedenfalls ist falsch. Oder ich sag's, man soll ja positiv sprechen. Good message is no message. Nur eine schlechte Nachricht ist eine gute Nachricht. Wenn wir im Fernsehen unterbringen wollen, dass es gut läuft in Deutschland, dass Integration funktioniert, das ist nämlich verdammt schwer zu filmen, weil man das nicht sieht, dass sie gut läuft. Man sieht doch nur die Verkehrsunfälle. Die kann man erkennen. Aber der normale Verkehr, der fließt, den ich auch nicht aus der Statistik der Verkehrsunfälle ableiten kann, den kann ich schlecht vorstellen. Als wir die positiven Ergebnisse unseres Jahresgutachtens vermarkten wollten, da habe ich mit der Zeit gesprochen und da habe ich mit der Welt gesprochen. Beiden haben gesagt, was sie nur positive Ergebnisse. Ja, da können wir doch nicht drüber berichten. Da habe ich gesagt, gut, die beiden ersten Artikel schreibe ich euch selber. Da haben die gesagt, Donnerwetter, das sind aber gute Artikel, jetzt machen wir da weiter. Ne? Und dann ist es auch gekommen, sonst wäre das überhaupt gar nicht durchgegangen, dass man sagt, also es läuft eigentlich ganz gut, das ist keine Nachricht. Also Hund beißt Mann ist Käse, Mann beißt Hund, das ist gut. Ne? Fisch am Wasser gefunden ist egal, bekannter Kanalschwimmer tot aufgefunden, das ist die Schlagzeile. Aber, und dann läuft das. Aber Hund beißt Mann ist auch keine positive Meldung. Ich möchte mal da anknüpfen, was Sie vorhin beschrieben haben, Herr Bade, diese, ich bin für Multikulti, aber mein Kind kommt nicht auf die Schule. Das ist nämlich ein Phänomen, das kennen wir. Das ist das grüne Phänomen. Das ist in der Tat so, dass viele Politiker aller Parteien, die aber so gesinnt sind, ja, sich da wiederfinden. Wir kennen das, wir haben das schon vielfach gehört. Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis raus? Erst, indem wir diese Politiker auch stellen. Und ich finde, das ist auch die Aufgabe der FDP, ich bin ja hier der einzige FDP-Vertreter, das genau mal so zu tun. Politiker zu fragen, bist du denn selber auch dazu bereit, deine großen weltschöpferischen und weltretterischen Ideen auch bei dir zu Hause umzusetzen? Das ist nämlich meistens nicht der Fall. Und deswegen, es lässt sich leicht über abstrakte, positive Dinge sprechen. Und insofern bestätigt die Studie das. Im Übrigen in Duisburg, wo ich geboren bin, da haben es sogar die besser gestellten Türkischstämmigen, haben sich geweigert, ihre Kinder auf diese Schulen zu schicken, sondern sind in ganz andere Stadtteile. Also insofern kann ich das alles bestätigen. Wie kommen wir da raus? Wie kommen wir aus diesem Teufelskreis raus? Und ich finde, wir müssen mal, und da sind Sie, Herr Kaube, ganz wichtig, aber auch Sie, Herr Friedmann, weil die Medien in der Tat ungern über das Normale, über das Gute reden, wir müssen positive Beispiele wirklich voranstellen. Es geht nicht anders. Was wir brauchen ist, das Potenzial, der Schatz, der da schlummert in den ganzen jungen, muslimischen, jetzt vielleicht an den Schulen randalierenden jungen Männern, vielfach jungen Männern, das ist ein Schatz, den müssen wir heben. Das sind alles positive Beispiele der Zukunft, wenn wir diesen Schatz heben. In Kanada beispielsweise sind junge Migrantenkinder in der Schule, in Mathe und in Englisch, besser als die autochthonen Kanadier. Warum? Da gibt es aber ein Punktesystem. Ne? Da gibt's eine Einwanderungspolitik, die ausgerichtet ist darauf, manche sagen selektiv, ich mag den Begriff nicht so sehr, aber die ganz klar steuert. Und entsprechend kommen die Hungrigen zu ihnen. Aber wir haben das noch nicht, wir haben aber diejenigen, die schon da sind. Und deswegen muss es uns gelingen, und zwar Bildungspolitiker und Integrationspolitiker gemeinsam, den Bildungshunger, den Erfolgshunger bei diesen jungen Leuten zu wecken. Und das geht nur durch, ich würde mal fast gar nicht sagen Khedira, sondern eher durch den Kakao. Der Kakao, der ja von außen gekommen ist, der Deutschland einiges verlangt. Und deswegen, Herr Bade, bestehe ich schon auf diesem sich dazu bekennen. Kakao bekennt sich dazu. Deutschland hat mir geholfen. Und ich möchte da was zurückgeben. Und das sind ganz wichtige Vorbilder. Und glauben Sie mir, ich habe auch viel diesen Menschen zu tun. Ich halte da nicht viel von zu sagen, nö, bunt ist toll. Kakao macht ja weiterhin weiter bunt, hört brasilianische Musik. Aber er bekennt sich eben ganz bewusst zu diesem Land. Er muss sich nicht zu den Gartenzwergen bekennen. Naja, so einfach ist es nicht. So einfach ist es nicht. Es geht nicht nur ums Gehalt. Es gibt auch Leute, ich habe zum Beispiel den allerersten türkischstämmigen Bundeswehrsoldaten auf dem Boden der neuen Bundesländer kennengelernt, schon länger her. Der war stolz
als erster türkischstämmiger da zu sein. Also, diese Bekenntnis, das Bekennen hat nicht nur was mit Geld zu tun. Friedmann wird nervös. Bevor Herr Friedmann platzt. Nein, ich platze nicht. Ich bin ein bisschen traurig, wie wir das Thema jetzt wieder fokussieren, aber sei es drum. Erstens, ich kenne Millionen Deutsche, die ursprünglich in zweiter oder dritter Generation deutsch sind, von denen verlange ich auch nicht täglich ein Bekenntnis zu Deutschland ab. Ich auch nicht wöchentlich. Ein Mensch, der hier lebt und eingebürgert ist oder die deutsche Staatsbürgerschaft bekommen hat, weil seine Eltern vor einer oder zwei Generationen keine Deutsche waren, aber er jetzt Deutscher ist, muss nicht sich mehr zu Deutschland bekennen, wie jemand, der seit vier Generationen Deutscher ist, weil Deutscher ist Deutscher. Das hat übrigens auch etwas mit einem republikanischen Selbstverständnis zu tun. Ich als Jude weiß, wovon ich spreche. Nach dem Motto, ihr seid immer fünfte Kolonne, sagt, ihr seid Deutsche oder Franzosen, ihr seid nicht Israelis. Zum Kotzen ist diese Anspruchshaltung. Etwas, was ich von einem Deutschen verlange, kann ich von einem eingebürgerten Deutschen verlangen. Nicht mehr und nicht weniger. Wir müssen uns nicht anbiedern und Sie sich übrigens auch nicht. So, das ist die erste Bemerkung. Die zweite Bemerkung. Dass erfolgreiche türkische Migranten, weil sie in ihrer sozialen Situation erfolgreicher gegangen worden sind, ihr Wohnviertel verlassen und oder eine andere Schule wählen als die, in der sie waren, ist übrigens auch kein ausländisches, spezifisches Sozialverhalten, sondern jeder von uns, der sich daran erinnert, dass seine Eltern unter Umständen eine schlechtere soziale Lage hatten als wir selbst, weiß, dass das ein Stück der Erfolgsbiografien ist. Man geht aus diesen Vierteln raus, man versucht in anderen Schulen zu sein, die nächsten kommen leider wieder rein. Und da wird jetzt das Thema wieder kein Thema der Ausländer. Ich empfinde in den letzten Jahren die Möglichkeit, aus so einem Viertel wieder rauszukommen, als viel schwächer. Und das geht übrigens auch für Deutsche und Ausländer. Und daran sind auch Politiker wie die FDP dran schuld. Das muss man festhalten, weil die Schulpolitik ist Ländersache. Das bedeutet, da in einigen Ländern auch die FDP die Verantwortung trägt, muss man sich die Frage stellen, wie kommt es, dass die Schulen, ob jetzt mit Migranten oder nicht mit Migranten, die Durchlässigkeit der unteren sozialen Schichten nicht mehr hinbekommen. Es gibt da übrigens auch einen Vorschlag, apropos Deutschkenntnisse. Ich kenne sehr viele in meinen Recherchen und Reportagen. Ich war hier in dem Viertel, wo die Arche tätig ist in Berlin. Da bin ich nur mit deutschen Kindern zusammengekommen, weil in den Vierteln gibt es überhaupt keine Migranten im ehemaligen Ostdeutschland und Ostberlin. Was habe ich festgestellt? Die konnten auch kein Deutsch. Was habe ich festgestellt? Die Eltern sind auch nicht aufgestanden und haben die Kinder in die Schule gebracht. Was habe ich festgestellt? Es gab für die auch kein Mittagessen, das zu Hause warm aufgemacht wurde. Die Frage, die sich mir also stellt, ist, müssen wir Pflichtkindergärten einführen, damit auch diese Kinder, wie auch ausländische Kinder, in das System integriert werden? Also, mit den zwei, drei Beispielen will ich nur eins deutlich machen. Es gibt natürlich ausländerspezifische Themen und Probleme. Aber es gibt viele Themen, die wir auf den Rücken dieses Oberthemas abarbeiten, was damit nichts zu tun hat. Und wenn wir nicht wieder lernen, das zu differenzieren, fallen wir in die Sarrazin-Falle hinein. Und davor kann ich nur warnen. Und zwar nicht im Interesse der Ausländer nur, sondern von uns selbst. Vielen Dank. Ich würde an dieser Stelle mal ganz gern die beiden Fragen aus dem Publikum aufrufen, zuerst Sie und dann Sie da hinten und dann machen wir hier weiter. Dankeschön. Schönen guten Tag, mein Name ist Poschau. Erstmal möchte ich sagen, dass kein Stoff, kein Stück Papier und kein Haus kann dafür und wird auch keinen Hass hervorbringen. Es sind immer die Menschen, die da drinnen stecken, die das beschreiben und die in den Häusern wohnen. Auch dieses Haus hatte mal eine Doktrin und wir sitzen trotzdem hier drinnen. Das möchte ich mal betonen, weil der Herr sagte hier, Stoffe müssen verboten werden. Das ist Quatsch. Ich habe eine Frage an Herrn Friedmann. Beschneidung, das ja. Aber er hat ja von der Boka gesprochen. Bevor Sie sich streiten, das ist nach dem deutschen Strafrecht mindestens gefährliche Körperverletzung. Wovon reden wir? Meine Frage richtet sich an Herrn Friedmann, an das Judentum. Ich habe erst in der Bundesrepublik Deutschland, ich bin in der DDR groß geworden, Fremdenfeindlichkeit kennengelernt. So was gab es bei uns nicht. Und nein, also
Ich habe hier in Berlin gewohnt, ich kannte keine Fremdenfeindlichkeit. So, sind Sie nicht der Meinung, dass so viele Jahre nach dem Krieg die jüdische Gemeinschaft endlich aufhören sollte, die deutsche Gesellschaft zur Verantwortung zu ziehen, Generationen nach dem Krieg zur Verantwortung zu ziehen und abzukassieren? Sind Sie nicht der Meinung, dass die Ideologie der Jugend frei sein müsste, um ewig unter dieses Joch gestellt zu werden, schuldig zu sein? Okay, ich bin nicht ganz sicher, ob diese Frage hier einschlägig ist, aber Sie. Nur eine ganz kurze Frage, unabhängig von meinen Zwischenrufen. Warum hat die FDP im Juni letzten Jahres noch Deutsch ins Grundgesetz als Programmpunkt gehabt und hat es dann in der Koalition nicht umgesetzt? Die FDP wäre heute fein raus in dieser ganzen Diskussion, wenn sie da sich nicht selber ins Knie geschossen hätte, denn die Sprache der Zukunft in einer bunten Gesellschaft ist Schriftsprache Deutsch. Ich betone Schriftsprache, weil da auch das ganze Problem der zukünftigen Ausbildung dranhängt. Nicht, nicht das, was hier immer erwähnt wird, dass die Deutschen auch kein Deutsch können, das wissen wir, schon von den Dialekten her. Also von der Seite her gesehen ist das nur das Problem dabei, hier hat die FDP gekniffen. Ja, wir haben die Frage und das ist jetzt, was wir dringend abändern müssen, überhaupt in dem Sektor zu sprechen. Und das ist mein Anliegen. Im Sinne der anderen. Jetzt noch da hinten eine Stimme und dann werden wir. Sie hatten sich so lange gemeldet, ja. Versuchen Sie es mal so. Stellen Sie bitte auf. Er steht. Aber ein kurzes bitte, ja? Ja, es ist so, dass letztendlich wir überlegen uns Chancen für morgen eine liberale Gesellschaft. Und eine liberale Gesellschaft kann nur funktionieren, wenn nicht in irgendeiner Art und Weise Chauvinismus befördert wird. Wir erleben gerade, und da möchte ich mal eine Lanze für Frau Balci brechen, wir erleben gerade, wie das liberalste Land der Welt, ursprünglich liberalste Land der Welt, zumindest Europas, nämlich die Niederlande, komplett kippen. Weil letztendlich dort Debatten, die geführt hätten werden müssen, nicht geführt wurden. Und wenn wir nicht aufpassen, dann haben wir auch irgendwann einen Wilders oder sonst irgendwas. Deswegen glaube ich, ich wünsche mir auch eine bunte Republik Deutschland. Mein Freundeskreis ist wahrscheinlich der bunteste, den man sich vorstellen kann. Aber wir sind an einem Punkt. Und wie gesagt, da sind wir eben auch bei diesem Thema Islam, türkische Zuwanderer oder arabische. Ich lebe in Hamburg auf dem Steindamm. Ich wohne 50 Meter weg von der Al-Quds-Moschee. Also das ist so ein Ding. Ich bin, glaube ich, ein sehr, sehr liberaler Mensch. Aber wenn ich zu meinem Vietnamesen, der super integriert ist, Mittagessen gehe, der im selben Haus residiert wie die Al-Quds-Moschee, und dann stehen vorne dran diese Menschen mit den langen Kaftanen, mit den Bärten, mit den Käppchen auf, wo ich mir denke, naja, als Liberaler muss ich denen ja zugestehen, dass die sich so anziehen dürfen. Aber auf der anderen Seite weiß ich, dass genau die mit den Terrorpiloten zusammen in der Moschee gesessen haben, die jetzt geschlossen wurde, weil sie verfassungsfeindliche Umtriebe dort festgestellt wurden vom Verfassungsschutz. Wenn ich weiß, dass diese Menschen in großen Teilen eben auch so aussehen und auch, weil ich weiß, dass sie in diese Moschee gehen, diese Verfassung ablehnen, alles ablehnen, wofür meine Eltern gestritten haben, wofür ich heute stehe, meinen Lebensstil ablehnen, dann muss ich ganz ehrlich sagen, wenn wir diese Themen nicht auch benennen, dann sind wir an einer Stelle, wo wir einfach die Augen verschließen vor dem, was uns die Vision unserer liberalen Gesellschaft kaputt machen kann, dass uns alles kaputt machen kann, wofür Leute wie Yorgos Chatzimarkakis und andere mit welchem Migrationshintergrund auch immer stehen, für den Erfolg, die letztendlich an dieser und anderer Stelle irgendwie ihren Weg gegangen sind, die alle werden mit reingezogen und am Schluss haben wir eine Gesellschaft, die in Chauvinismus abgleitet. Das ist eine Spirale, die immer schlimmer wird. Und deswegen, letztendlich, welche Antworten haben wir darauf, dieses Thema zu benennen, zu diskutieren und letztendlich auch Auswege zu finden? Ich glaube nicht, dass es reicht, hier letztendlich auf eine Vision alleine abzustellen, sondern wir brauchen ganz konkrete Maßnahmen auch. Es ist verstanden. Vielleicht jetzt zurück aufs Podium und ich darf mal ein kurzes Zwischenwort sagen.
wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht punktuelle Korrelationen, würden die Soziologen sagen, herausziehen. Dass wir sagen, hier ist jemand, der hat eine bestimmte Kleidung und dann gibt es irgendwie einen Zusammenhang. Dieses irgendwie ist schwierig. Wir brauchen irgendwie belastbare Informationen. Die gibt es zum Teil ja, zum Beispiel was Schulerfolge angeht, zum Teil was Kriminalitätsstatistik angeht. Das ist ja belastbar. Aber wir sollten uns auf diese Dinge konzentrieren und nicht zu private Impressionen, so begründet die auch sind, ja, von denen aus zu weitreichende Schlüsse ziehen. Natürlich kann jemand in dieser Gesellschaft, nein, das ist jetzt gar nicht speziell auf Sie gerichtet, sondern generell, natürlich kann in dieser Gesellschaft jemand eine andere Lebensform, gerade weil es so viele davon gibt, für sich selbst ablehnen und sagen, das passt mir nicht. Und da ist es völlig richtig, wenn Herr Friedmann sagt, das kann ein Bayer gegenüber einem Norddeutschen sein, das kann ein Arbeiter gegenüber einem Unternehmensberater sein, das kann ein VfB Stuttgart-Fan gegenüber einem Stuttgarter Kickers-Fan sein. So, das gibt es immer. Ablehnung, Streit, Polemik. Das Wichtige ist, wenn das in öffentliche Institutionen überführt wird, nicht wenn jemand an der Ecke das macht oder so, damit werden wir leben müssen. Wichtig ist, und da war jetzt die Schule, das war bisher die einzige Institution, über die wir eigentlich geredet haben, und da möchte ich jetzt den zurückspielen. Die Frage war einmal ganz konkret, Deutsch im Grundgesetz, und die andere Frage war, wie gehen wir mit dem Schulproblem um? Wie machen wir das? Herrn Friedmanns These, das ist ein Unterschichtproblem und kein Migrationsproblem. Die Gegenthese, vielleicht, das verstärkt es jedenfalls. Also ethnische Unterschichtung, wie die Forscher das nennen würden, verstärkt dieses Phänomen. Vielleicht, Herr Schatzimmer-Krachen. Nein, wir werfen natürlich wirklich viel in einen Topf. Bildungsferne, wie wir das neuerdings sagen, wird hier oftmals verwechselt mit dem Migrationsthema. Also da wird viel in einen Topf geworfen. Aber ich will mal auf die Frage Deutsch eingehen. Mich wundert, und das war ja auch seiner Antwort so, oder seinem Zwischenkommentar mir gegenüber so ein bisschen anzumerken, dass sobald es um das Wort Deutsch geht, man sofort Deutsch tümelnd dahinter vermutet. Ich biedere mich nicht an bei den Deutschen. Ich bin Deutscher. Ich brauche mich nicht anzubiedern. Mein Problem ist, dass es mir nicht gefällt, dass sobald man sich zu Deutschland bekennt, man direkt ein Konservativer, ein Rechter, ein Nationalist ist. Ich bin das nicht. Ich will das mal ganz anders sagen. Deswegen ärgert mich auch, dass wir bei dieser Debatte Deutsch ins Grundgesetz, für mich ist das Normalste der Welt. Ist doch lächerlich, darüber lange zu diskutieren. Man darf die Frage auch nicht überhöhen. Aber alle Studien, alle Wissenschaft, alle Politiker wissen, und Sie haben es auch gerade gesagt, ich bekenne mich auch dazu, dass ohne Deutsch als Grundlage, Hochdeutsch, Schriftdeutsch, ohne Deutsch als Grundlage man doch gar keine Chance auf Erfolg in der Gesellschaft hat. Das ist doch der Kitt der Gesellschaft. Und ich brauche auch keine deutsche Leitkultur. Ich brauche einfach erstmal nur die deutsche Sprache. Ich glaube, das ist Konsens. Und da gibt es auch gar nicht groß was drüber zu reden. Das ist Konsens. Das sollten wir jetzt machen. Aber was ich meine und wo ich sage, wo Sie sagen, ich biedere mich an. Ich glaube an den deutschen Traum. Sie kennen die American Dream. Ich glaube an den deutschen Traum. Ich glaube nämlich daran, dass dieses Bunte, nennt es bunt, nennt es anders, dass das verwirklichbar ist. Denn es muss verwirklicht werden, weil wir sonst auch als Deutsche ein Problem haben in der Globalisierung, die Guido Westerwelle beschworen hat. Wir haben ein Problem, wenn wir es nicht schaffen, die Besten zu uns zu holen, aber auch diejenigen bei uns zu Besten zu machen. Und wir werden sonst ein großes Problem haben, unseren Wohlstand und unsere Identität zu halten. Und deswegen glaube ich an den deutschen Traum. Ich glaube an den deutschen Traum. Und ich glaube, vor 10 Jahren wäre es schwerer gewesen, sich dazu zu bekennen. Jetzt nach dieser Fußballweltmeisterschaft ist es leichter. Und ich tue das. Herr Bade, an Sie ganz konkret die Frage. Er hat davon gesprochen, dass man den Bildungshunger dort entfalten muss. Und was dort ist, das können wir jetzt ganz offen lassen. Irgendwo, wo er nicht da ist. Wie macht man das? Also, dann werden wir jetzt mal ganz konkret. Wir diskutieren ja auf den verschiedensten Ebenen. Das wird dann alles schwierig. Und jeder meint, er träte dem anderen auf die Füße und hätte den Eindruck, sein Problem würde nicht gesehen. Ja, so ich sehe das Problem meiner Kollegin hier vollkommen und ich erkenne das auch an. Also, worum geht es? Ich weiß, wir dürfen jetzt keine Vergangenheitsdiskussionen mehr führen. Ich sage bloß einen Satz dazu. Anfang der 80er Jahre habe ich gesagt, liebe Leute, was ihr hier macht, ist demonstrative Erkenntnisverweigerung. Dies ist ein Einwanderungsland mit Integrationsproblemen. Kümmert euch darum, sonst läuft es aus dem Ruder. Dann hieß es, die ganzen Gut. Schläfer sagten, um Gottes Willen, heute sagen sie, wir haben was verschlafen. Was heißt kümmern?
Das heißt ganz konkret, zunächst mal von hinten nach vorne buchstabiert, wir brauchen massivst nachholende Integrationsförderung bei all denen, die die Chancen, die es heute gibt, damals nicht bekommen haben, die gar nicht wissen, dass sie, bitte? Wie soll die konkret aussehen? Kann ich Ihnen gleich sagen. Gleich heißt jetzt. Weil ich fange jetzt mal an. Also ich weiß nicht, ob jetzt unterbricht mich keiner mehr, sonst werde ich böse. Bitte. Klar, ich bin das nämlich nicht gewöhnt. Wir sind hier auch nicht im Bundestag, sondern wir sind in einer anständigen Veranstaltung. So. Ja. Da kann man nämlich im Bundestag, wenn einer dazwischen ist, das Mikrofon runterdrehen, dann wird es jedenfalls nicht übertragen. Wir müssen anfangen bei der frühkindlichen Erziehung. Sprachstandsmessungen bundesweit. Ich würde sagen, nicht drittes Lebensjahr. École maternelle in Frankreich geht ja auch. Und die Kinder sind so gerne da drin, dass sie am liebsten gar nicht wieder nach Hause wollen. Es ist ein wunderbares System, funktioniert hervorragend. So. Zweitens, wir müssen endlich lernen, dass gewisse Parteien, auch wenn sie das hohe C im Namen treten, haben manchmal gravierende Schüsse in den Ofen liefern, wenn sie zum Beispiel Elterngeld verabschieden und sagen, wir bezahlen euch Geld, damit ihr die Kinder nicht in die Kita schickt. Das ist doch nicht mehr normal, wo Eltern, die nicht imstande sind, ihren Kindern Deutsch beizubringen oder das beizubringen, dass es sie imstande setzt, der Schule dann zu folgen, Geld dafür bekommen, dass sie sie nicht in die Kita stecken. Das Geld muss natürlich in die Kita gesteckt werden und die Kita muss ganztägig sein. So, es muss ja nicht jeder da rein, aber das Angebot soll da sein. So, die Schulen, bitteschön. Ganztägig. Es muss ja nicht jeder ganztägig rein, aber das Angebot muss da sein, damit diejenigen, die nicht zureichend Deutsch können, die hier und da Lernschwächen haben, am Nachmittag das ausgebessert wird. Nicht die dummdämliche Ganztagsschule, die sonst gelegentlich gemacht wird, Vormittagsunterricht, Nachmittagsunterricht. Das ist Schwachsinn. Vormittagsunterricht, Nachmittagsunterricht, Spaß, Spiel, Sport, alles Mögliche kann man zusammenpacken. So, wenn das gelaufen ist, dann werden wir in der nächsten Stufe darüber nachdenken müssen, wie wir das deutsche Schulsystem entkrampfen, damit es nicht die sozialen Startnachteile von einer Generation weiter zur nächsten transportiert, weil nämlich die Kinder aus minder privilegierten Schichten, da komme ich wieder auf das soziale Argument, es ist ja nichts Böses, wenn man darüber redet, nicht imstande sind, dem zu folgen, was ansonsten regelhafterweise in der Bundesrepublik Deutschland der Fall ist, dass 1,5 Milliarden pro Jahr allein für Nachhilfestunden ausgegeben werden. Das Geld muss man aber erst mal haben, wenn man eine Nachhilfestunde bezahlen will. Also ist der Nachmittagsunterricht dabei sehr, sehr hilfreich. Nächste Stufe, es kommt nicht darauf an, dass wir ein Qualifikationsprogramm, da bin ich jetzt bei Ihnen, nach dem anderen machen. Die ganze Welt ist voller Programme und man kann von morgens bis abends in irgendeinen Förderungszusammenhang gehen. Ich habe das als kaputtes Paternoster beschrieben. Da werden Sie reingeschickt, ja wunderbar, machen Sie es, dann fahren Sie oben rum, da werden Sie aber nicht rausgeholt, weil es an Diversity Management fehlt, da fahren Sie auf der anderen Seite runter, da sagt man, was, oh ja, wieder rein, schon mal wieder hoch. Und so fahren Sie, dann sitzt die Mehrheitsbehörde und steht außen rum und sagt, was soll das? Die kriegen da Geld. Ne? So jetzt, und jetzt komme ich zum Schluss. Ah ja. Um das, ja. Sie sollen mich nicht unterbrechen, sonst rede ich dauernd weiter. Zum Schluss. Ja, das werden wir sehen. Ja, das werden wir sehen. Nein, Sie haben das stärkere Mikrofon, das ist klar. Wir müssen nur einmal einen Punkt lernen bei dem ganzen Zusammenhang. Da schließe ich Herrn Michel Friedmann an. Die Deutschen machen Integrationsindikatoren, messen alles Mögliche wunderbar, setzen sich an einen Tisch, stellen eine Trommel drauf, so eine Hamstertrommel, und da kommen diese Lemminge oder Hamster rein, und wenn die sich ordentlich drehen, dann macht das, oh, das sind die wunderbar integriert, wenn sie durcheinander fallen, am besten wieder raus. So, sie haben aber den Eindruck, sie sitzen außen drum rum und gucken zu. Nein, sie sind selber in der Trommel. Das ist das Problem, mit dem wir klarkommen müssen. Und wir können nicht immer sagen, die und wir, und wir wollen mal gucken, sondern das sind wir ja selber. Und wenn wir uns nicht um die Probleme kümmern im Einzelnen, um die es da geht, dann kommen die irgendwann mal über uns. Und das ist der Punkt. Ne? Und darum müssen wir ganz pragmatisch, ohne wechselseitige Denunziation sagen, wo können wir damit ganz konkret anfangen? Und wenn es aus dem Ruder läuft, dann will ich, dass die Stellung der Lehrer gestärkt wird. Dann will ich, dass die Stellung der Schulen gestärkt wird. Dann will ich, dass es Eltern- und Schulverträge gibt, wo die Eltern endlich mal genau lernen, was ihre Rechte und was ihre Pflichten sind in dem Zusammenhang. Viele kennen doch das Schulsystem gar nicht. Die meinen, ich gebe die Kinder dahin und der Rest wird sich ergeben. Der Rest ergibt sich aber nicht. Und das ist, glaube ich, das Problem, das meine Kollegin von Anfang an angesprochen hat. Wenn wir da nichts tun, läuft das vielleicht aus dem Ruder. Nee. So. Ja. So, jetzt bin ich fertig. Dann. Frau Balci, ich würde praktisch dieselbe Frage an Sie und dann auch noch an Sie beide. Dann sind wir nämlich auch schon mit der Zeit eigentlich leider schon durch. Was wären konkrete Maßnahmen, die Sie sich vorstellen könnten für dieses eine Problem, das wir jetzt identifiziert haben? Mhm.
Also ich würde Ihnen ja, Herr Professor Bade, in allen Punkten, die Sie da genannt haben, zustimmen. Mir fehlen da aber nur noch ein paar, weil ich denke, dass wenn wir all das machen, was Sie gerade vorgeschlagen haben, wir natürlich schon einen ganzen Schritt weiter sind. Aber trotzdem kommen wir nicht drum herum, ja, auch über kulturelle und religiöse Differenzen zu sprechen und auch darüber zu sprechen, inwieweit die grundsatzkonform sind oder nicht, ja, und ob wir da auch, ja, und das ist, ja, das muss auch stattfinden und das kann man auch nicht immer wegwischen mit dem Argument, ach ja, das betrifft ja eben nur diese eine kleine Unterschicht, die man hier und da überall antrifft. Und eigentlich wollen wir mal gucken, wie wenig tolerant wir sind. Weil es ist nämlich nicht selbstverständlich, Herr Friedmann, dass man sich zu diesem Land bekennt, ja, auch nicht nach 5 Generationen. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Es ist auch nicht selbstverständlich, dass man sagt, ich bin deutsch, obwohl man schwarze Haare hat und die Eltern aus Anatolien eingewandert sind. Im Gegenteil, wir merken in letzter Zeit immer mehr, wie wenig selbstverständlich das ist. Weil die Identität, die diese Menschen hier reingetragen haben und für sich hier auch bewahrt haben und hier kultiviert haben, in welcher Form auch immer, oft eine ist, die nicht mit den Grundrechten in diesem Land vereinbar ist, in vieler Hinsicht. Ja? Darüber muss auch geredet werden, weil wenn Sie sagen, Diskriminierung ist völlig egal, von wem die gegen wen stattfindet, muss thematisiert werden, dann kann ich Ihnen nur sagen, es ist sehr einfach heutzutage in Deutschland über Rechtsradikale zu sprechen und über die Diskriminierung von seitens Rechtsradikaler gegenüber anderen Minderheiten. Es ist aber ein großes Problem über die Diskriminierung von, ich sag's jetzt mal, obwohl es Sie alle total nervt, deutschstämmigen Menschen in deutschen Schulen von Seiten von Migranten zu sprechen. Darüber möchte man nämlich nicht reden. Und das Problem dabei ist, was ich sehe, ist, man kann natürlich sagen, man befördert somit auch eine gewisse rechte Tendenz, wenn man da ständig auf den wunden Punkt zeigt. Aber ich vertrete einfach die Meinung, dass wenn wir nicht auf gleichberechtigter Ebene auch gleichberechtigt auf Augenhöhe diskutieren, und das bedeutet für mich, dass völlig egal, ob ein Mensch muslimisch oder nicht muslimisch ist, türkischstämmig oder nicht türkischstämmig ist, dass wenn der gegenüber seinem deutschen Mitschüler fremdenfeindlich ist, ja, dann, dass man das genauso thematisiert wie die Fremdenfeindlichkeit gegen den türkischen Schüler. Und das ist hier in Deutschland aber noch nicht kultiviert. Diese Diskussionskultur gibt es noch nicht. Und ich möchte noch was sagen. Ich möchte zum Abschluss noch was sagen. Ich möchte trotzdem noch mal zu unserem Grundgesetz kommen. Weil dieses Grundgesetz, was für uns hier alle, die wir in diesem Raum sitzen, mehr oder weniger selbstverständlich und auch nicht mehr groß der Rede wert ist, das wird mittlerweile in deutschen Institutionen täglich angezweifelt. Und da bekomme ich Angst vor der Zukunft in diesem Land. Weil ich als Frau möchte nicht die etablierte Geschlechtertrennung, auch nicht, wenn sie in Milieus stattfindet, in denen ich nicht mehr leben werde. Wir können das, die Frage, sagen nur, das können wir jetzt nicht mehr diskutieren, die Frage wäre sozusagen, Ihr Vorschlag, dass man es diskutieren muss, da muss ja dann danach, was macht man denn, wenn wir uns auf das geeinigt haben, was Sie gerade sagen, dann ist es ja, was heißt das operativ für die Politik? Ist das der Appell an einen Einstellungswandel, Bekenntnis? Es gibt das Wort Lippenbekenntnis im Deutschen, also man weiß, dass Kommunikation, ja, ich glaube echt an dieses Land, ja gut, dann ist es unterschrieben. Sie dürfen jetzt keine Nebensätze mehr bilden. Jetzt sind nämlich die beiden Herren hier noch dran, auch zur selben Frage. Was konkret kann getan werden in Bezug auf Schulpolitik? Wir hatten vorhin dieses Plädoyer für eine etwas zentralere Einrichtung der Bildungspolitik. Der Charme der Zentrale hängt immer stärker daran, dass da gerade jemand sitzt, der was Vernünftiges macht. Sonst ist man nämlich lieber Föderalist und sagt lieber irgendwo für Vernunft, wenn in der Zentrale die Unvernunft waltet. Wie sehen Sie das? Welche schulpolitischen Möglichkeiten, welche integrationspolitischen Schritte sind jetzt sozusagen an der Tagesordnung? Was als nächstes? Ja, ich will jetzt mal als FDPler sprechen und versuchen für mich abzuleiten, was soll die FDP eigentlich für die Grundsatzdebatte, für sich rausziehen aus dieser Diskussion. Ich glaube, da gibt es nur zwei Leitbilder. Die FDP ist eine Rechtsstaatspartei, das heißt Rechte, die Menschen, über die wir reden, schon haben, müssen auch eingefordert werden. Das heißt, Recht auf Bildung, und zwar sehr früh. Ich glaube, Herr Bade hat das sehr gut beschrieben, wann das und wie das anfangen kann. Aber eben auch Recht auf körperliche Unversehrtheit, Ehrenmorde. Das muss rechtlich sofort geahndet werden, auch abschreckend geahndet werden. Es findet hier auf unserem Boden etwas statt, was nicht tolerierbar ist. Wir müssen unser Recht wahren und alle, die in unserem Rechtssystem leben wollen, auch schützen. Also, das ist das erste große Thema. Rechte wahren und Rechte schützen. Das andere ist, die FDP muss wieder Bildungspartei werden. Wir reden da immer wieder drüber.
Wir reden immer wieder darüber, dass Bildung das soziale Recht dieses Jahrhunderts ist. Ehrlich gesagt, selbstkritisch an die FDP gerichtet, wir tun viel zu wenig. Herr Friedmann hat die Bundesländer angesprochen. Ja, in unseren Bundesländern passiert einiges. Also beispielsweise in Baden-Württemberg, wo es einen Integrationsminister Goll gibt, der der FDP angehört. Da läuft es sehr gut. Da gibt es nämlich die Sprachtests auch ab dem dritten Lebensjahr. Das läuft ganz gut. Ich fand das nordrhein-westfälische Projekt unter der schwarz-gelben Landesregierung mit dem Integrationsministerium auch sehr gut, auch wenn das viele kritisieren, auch aus der FDP. Ich fand es sehr gut, dass es das überhaupt gab, ein eigenes Integrationsministerium. Also das sind konkrete Dinge. Da muss aber auch Bildungspolitik modern sein und nachhaltig sein, lernen, lernen. Ich gebe zu, mea maxima culpa, letzte Woche zum allerersten Mal auf dem Elternabend meiner Tochter. Es war für mich besser, aha, aber es war für mich, 10, aber es war für mich besser als jede politische Veranstaltung, weil ich habe gelernt, wirklich, und ich habe sehr viel gelernt. Ich habe gelernt, dass es ganz moderne, dass es Lehrer gibt, die sich um moderne Methoden bemühen, die mit Quartett, mit Memory, mit Domino den Kindern sehr komplizierte Sachverhalte beibringen. All das, modernes Bildungswesen, muss hier für diese Gruppe, über die wir sprechen, all das muss angewandt werden. Es wird nicht überall angewandt. Meine Kinder gehen auf die Europaschule in Luxemburg. Das ist, ja, ich bin privilegiert, das ist ganz anders. Aber all diese Elemente gibt's und die müssen wir umsetzen. Und ich kann nur die FDP, hier sitzen einige Vertreter der FDP in diesem Saal, dazu aufrufen, sich wirklich zur Bildungspartei zu gerieren, zur Bildungspartei zu werden und das nicht nur als Lippenbekenntnis zu sagen, sondern das auch wirklich zu tun. Das ist eine unserer größten Aufgaben, diese Menschen zu erfolgshungrigen, bildungshungrigen Menschen zu machen. Ich bin der Überzeugung, es geht. So, da ich Gott sei Dank kein Politiker bin, muss ich all das so nicht erzählen. Ich bin Ihrer Meinung, dass es ganz große Probleme, allerdings bei einer Minderheit von Migranten gibt, die in unserem gesellschaftlichen Selbstverständnis nicht hinzunehmen sind. Wenn man aber auf der anderen Seite überlegt, aus welchen soziokulturellen Erfahrungen die erste Migrantenschicht aus der Türkei gekommen ist, großteils Analphabeten, großteils Menschen, die nicht einmal wussten, was fließend Wasser, Kanalisation und Strom ist. Wenn man sich überlegt, was innerhalb von 2 bis 3 Generationen bei der Mehrzahl der Leute passiert ist, frage ich mich, ob wir nicht mit einem relativ unmenschlichen Anspruch diesen Menschen gegenüber mehr abverlangen, hätten wir so viel mehr zivilisatorisch überspringen können? Das ist die eine Bemerkung, die ich auch mal machen will. Die zweite Bemerkung ist, das, was Sie hier angesprochen haben, ist ein Punkt, der nachzuholen ist, weil wir eben mit dieser ersten und zweiten Generation nichts getan haben. Und damit wir uns daran erinnern, weil hier viele jüngere Leute da sind, das war eine gewollte Einwanderung. Weil wir jetzt immer darüber sprechen, dass wir die kluge Einwanderung wollen. Diese Republik wollte Maloche haben und hat sich Italiener, Griechen und Türken geholt. Und genau das haben wir dann auch bekommen. Auch das muss man einfach mal sich dran erinnern, weil dadurch, dass wir das so wollten, haben wir uns als Mehrheitsgesellschaft um deren kulturelle, sprachliche, edukative Entwicklung überhaupt nicht gekümmert. Und da wir uns um diese Großeltern nicht gekümmert haben, haben deren Kinder, die heute die Eltern der jetzigen Kinder sind, eine ganz andere Ausgangslage gehabt, als zum Beispiel ich im Verhältnis mit meinen Eltern. Und dass daraus etwas entstanden ist, was dann noch, das muss man auch erwähnen, im Rahmen einer islamischen Radikalisierung in einigen Teilen der Welt sich auch wieder in Europa widerspiegelt, sind alles Elemente, die man berücksichtigen will, wenn man Rezepte entwickelt. Und nur wenn man das alles ein Stück mitbedenkt, wird man auch Rezepte entwickeln können, wo wir mit etwas umgehen müssen, worauf ich bestehe, nämlich den Respekt im Ton zueinander. Wenn Sie jetzt schon wiederkommen, Sie, zu Ihrer Frage, erlauben Sie mir, und ich bin bei Gott nicht wortschwach, ich gebe Ihnen darauf keine Antwort.
Wenn im Jahre 2010 noch so eine Frage gestellt wird, ich habe heute hier keine Lust dazu. Also, meine letzte Bemerkung. Wir müssen, wenn wir über Bildung reden, auch komplexer werden als nur über Schule. Das ist der Kern. Der Kindergarten ist der Kern. Ich bin übrigens ein Stück radikaler als Sie. Ich sage Pflichtkindergarten ab 3 Jahre für alle. Hat nichts zu tun, ob Deutsche oder Ausländer. Halbtags, aber wenigstens halbtags schon damit beginnen. Aber wenn ich von Bildung rede, meine ich nicht nur die Schule, sondern es ist das gesamte Bildungssystem, das sich nicht nur in einer Schule zu reduzieren hat, das uns dazu führen wird, dass wir uns bilden, dass wir auch mit dem Widerspruch in der eigenen Gesellschaft leben können, den Widerspruch thematisieren. Ich glaube, es gibt keine Tabus in Deutschland. Gott sei Dank nicht. Wir reden, auch Sie konnten doch Ihren antisemitischen Spruch bringen. Aber ich glaube, dass die Diskussion so stattfinden muss, dass man sich dann weiter begegnen kann. Meine Damen, bitte, bitte, bitte. Sie sind Opfer? Bitte, bitte. Wir sind auch Opfer. Können wir ein Minimum an Anstand jetzt hier behalten? Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, kann ich ein bisschen mehr Ton haben? Meine Damen und Herren, meine Damen und Herren, das Illiberalste, was es gibt, ist die Uhr. Der Herr Friedmann hat völlig zu Recht und wenn man so will in der Tradition von Lord Dahrendorf gesagt, dass Konflikt eigentlich eine schöne Sache ist. Es gibt Formen des Konflikts, die dann weniger schön sind, aber auch die nehmen wir hin. Ich bedanke mich für den Streit hier auf dem Podium. Ich hoffe, es hat dem Liberalismus irgendetwas gebracht und ich war...